man neue her. Komm, ich zeig dir, wie man möchte. Also ich finde es cool, dass man halt durch mit Müll halt, halt Musik machen kann und halt auch der Name hört sich schon ein bisschen lustig an und die Leute sind auch cool und ja. Ja, dann der nächste. Warum hast du diese Gruppe gewählt oder wurdest du hier vielleicht zugeteilt, ob du die cool findest, was du hier dann cool findest? Also ich habe die Gruppe gewählt, weil ich wollte mit meinen Freunden in einer Gruppe sein und ja, dann habe ich so diesen Namen gelesen und ich fand's cool, ja, und wollte mal Musik machen und was Neues herausfinden, ja, und habe mich dafür interessiert und bin jetzt mit meinen Freunden, ist sehr witzig hier und macht auch Spaß, ja. Okay, Frage, aber du, die gleiche Frage. Also ich wurde zugeteilt, weil ich habe vergessen zu wählen. Aber es macht Spaß mit Freunden und so. Und diese Rhythmus, die man so erstellen kann, macht auch Spaß. Und der Name ist eigentlich auch witzig. Ja. Ja, wir wollten einmal Fragen stellen, warum du diese Gruppe überhaupt gewählt hast, ob du die toll findest und ja, was sie bisher alles schon so gemacht hat. Gut, aber ich habe sie mir selber gewählt, ich habe vergessen zu wählen. Wir machen hier was mit Ruth über das Thema Wasser. Wir versuchen hier selber einen Quiz zu erstellen. Und ja. Willst du denn hier noch filmen? Ich komme hier raus. Hier ist halt Interview. Okay, ich mach Interview gerade. Das geht. Wir wollten einmal fragen, warum du diese Gruppe gewählt hast, was ihr alle schon gemacht habt. Interessant. Und er hat es gewählt. Und die haben ihn ausgewählt, genau. Aber das kann man nicht reinnehmen. Also seid ihr zusammen, weil ihr Freunde seid? Also ja. Seid ihr in dieser Gruppe? Ja. Ja. Warum hast du die Gruppe gewählt und was habt ihr bisher schon gemacht? Oder? Weil Wirf mich nicht weg, das hat sich so spannend angehört. Und bei Wirf mich nicht weg, da habe ich auch direkt dran gedacht, dass es ist Obst, was meistens weggeworfen wird. Mhm. Da denkt man halt direkt dran. Weil sobald es nicht mehr perfekt aussieht, dann ist es so, nee, nicht meins. Mhm. Aber es ist egal, ob das anders ist. Also ich meine, die Hälfte von dem, was wir wegschmeißen, ist hauptsächlich Obst, was noch verträglich ist. Ja, also hast du deswegen diese Gruppe hier gewählt und was hast du hier bisher schon gelernt und gemacht? Dass man die Hälfte von dem, was man halt wegschmeißt, auch wieder benutzen kann. Es gibt Möglichkeiten, wie zum Beispiel aus Bananen zum Beispiel einen Smoothie zu machen. Ja. Oder Milchshake. Ja. Ja, warum hast du diese AG gewählt und was hast du... Da müssen aber leise sein und zuhören. Was hast du hier schon gelernt und erfahren? Ich habe diese Gruppe gewählt, weil Wirf mich nicht weg. Das hat sehr, sehr zu tun mit Sachen, die man in die Mülltonne wirft. Und der Text, der da auch stand, war auch sehr interessant. Weil, also, ja. Und deswegen habe ich das gewählt. Also, fandest du interessant, was das ist und kannst du auch neue Sachen erfahren, die du dann zu Hause besser machst und so? Ja. Und was ich gelernt habe, ist, dass das sehr, sehr, dass man nicht immer sofort Erdbeeren von anderen Ländern kaufen muss oder
allgemein anderes Obst, was man auch hier anpflanzen kann. Und das ein Drittel von all dem, was wir essen, weggeworfen wird. Was habt ihr hier gelernt und warum habt ihr diese Gruppe gewählt? Was fandet ihr hier so interessant? Ich fand, also es hat Spaß gemacht, das Essen war gut. Ja, ich habe viel dazugelernt. Ja. Und warum hast du die Gruppe hier überhaupt gewählt? Und du wusstest noch nicht, was hier passiert? Weil hörte sich interessant an. Okay. Also, ja, so. Ich fand das auf jeden Fall cool, was wir hier gemacht haben, und ich habe auch mehr dazugelernt. Und also eigentlich habe ich diese Gruppe nicht gewählt, aber ich wurde hier halt reingetan, aber macht es trotzdem Spaß. Ja, es macht halt Spaß. Oder vielleicht, wenn ihr da also auch ein Foto machen wollt, oder auch anfangen, Dinge auszuschneiden. Genau. Tom, ist das auch mit deiner Dose? Möchtest du die behalten oder euren Garten? Nein? Ah, okay. Das sieht aus wie ein Fragezeichen. Wow! Das ist ja mit der. So. Bisschen sauber war das Ganze. Warum hast du die Gruppe gewählt und was habt ihr alle schon so gemacht? Ich habe die Gruppe gewählt, dass ich halt aus alten Sachen was Neues machen kann und verkaufen kann, und dann spenden wir das Geld an die Ukraine, die wir. Und ich habe jetzt diese Box dran. Das ist schön. Ja, toll. Warum habt ihr die Gruppe gewählt und macht es hier auch Spaß und so? Wir wurden hier einfach zugeteilt. Ich persönlich wusste nicht wirklich, was ich wählen sollte. Und eigentlich finde ich, dass ich dieser Gruppe gut zugeteilt wurde. Also macht es hier sehr viel Spaß. Ja, das Einzige, wo ich vielleicht sonst noch gerne zugeteilt werden würde, wäre halt jetzt die Videogruppe gewesen. Ja, also ich wollte eigentlich eine andere Gruppe sein, irgendwas so mit Sport. Aber als ich gab, war es mir eigentlich egal, wo ich eigentlich hingekommen bin, und so bin ich hier hingekommen. Und macht ja auch Spaß, oder? Ja, natürlich. Warum hast du die Gruppe gewählt und ob es dir Spaß macht und so? Ja, ich wurde hier auch zugeordnet, aber ich finde es nicht schlimm, es macht Spaß. Und man kann vieles hier, verschiedene Sachen sehen und machen. Was hast du bisher schon so gemacht? Weil ich sehe da gerade Korken und so. Eine Pinnwand aus alten Korken gebaut. Was besteht das eigentlich alles? Wie habt ihr das gemacht? Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Ich sag's mal so, oder? Und Grund, dass ich ein Tollpatsch bin, habe ich etwas länger gebraucht. Ja. 45 Minuten. Weil es ist einfach nur rumgewickelt und reingestopft wurde. Ja, und aus was besteht das da alles? Faden, Hauptsache, Kunststoff, also eine kleine, Sauerkrautpackung. Was ähnliches. Und ja. Ja, sieht man ja, ganz viel Faden und. Ist auch bunt dekoriert und so, hier mit diesem Puscheln. Ja, das war ja. Das war nur Resteverwendung, weil ansonsten müsste ich das alles wegschmeißen. Das ist der Sinn der Sache. Ja, das ist der Sinn der Sache. Okay. Wie wir sehen, hast du auch schon was gemacht. Was ist das? Das ist als Grundbaustein quasi eine Konservendose. Und da habe ich dann jetzt zwei unterschiedliche Farben drum gebindet, um so einen Kontrast zu haben. Ja, und dann das Vogelnest da. Insektennest mit den Stöckern und Tanzhapfen, die drin sind. Eigentlich wollte auch noch Moos rein, aber gab es nicht mehr. Und, ja. Du räumst auch gerade auf, richtig vorbildlich. Ja. Ja. Ist das deins so ähnlich wie die anderen? Oder hast du etwas anderes gebastelt? Das ist halt dasselbe Prinzip wie er. Also halt eine Konservendose. Das, ja. Und sieht man Faden auch. Und halt. Stöcker. Ein Bienenstock. Wir wollten doch aber. Ja. Ich bin nicht immer so gut.
Und was habt ihr bisher alles schon so gemacht? Also gewählt habe ich es generell einfach, weil die Schule braucht mal langsam irgendeinen Klassenraum einfach draußen. Die haben ein bisschen, ja, braucht generell einfach mal irgendwie Platz draußen zum Lernen für die Schüler. Jetzt generell einfach im Sonnenlicht, jetzt mit frischerer Luft zum Sommer hin. Ich nehme nicht an, das ist heute noch, heute noch. Das ist, heute machen wir gerade einfach nur die Skizze fertig für, wie das ganze Projekt später aussehen soll. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Also, wir sind immer noch so am Plan hier und ich fand es halt einfach interessant und dachte mir hier, dass wir halt irgendwas Interessantes und Praktisches für die Schule machen können, was auch später noch bleibt. Das stelle ich einfach direkt zurück.